Was geht ab, meine Seafighter, Osirio, und heute schauen wir uns etwas Besonderes an, beziehungsweise stellen wir im Vergleich zum einen die Super Saiyan God Form gegen die Super Saiyan Blue Form, natürlich nicht im Allgemeinen, sondern in Dokkan Battle via Rotationen, Freunde. Wir werden heute folgende Rotation uns betrachten, zum einen mit dem God Vegeta und dem God Goku und im selben Tinan in der anderen Rotation den Free-to-Play Vegeta Blue und den Free-to-Play Goku Blue, Freunde. Darum wird es heute gehen, aber aus vorweg, wir werden hier nicht auf den Schaden achten, Freunde, weil da sind wir nicht auf derselben Basis, denn God Vegeta und God Goku sind nicht auf 100% die Free-to-Play-Versionen auf der rechten Seite, die sind jedoch auf 100%. Mir würde es einfach darum gehen, wie sieht die Rotation mit den zwei God-Charakteren aus und mit den zwei Blue-Charakteren, vor allem mit den zwei Free-to-Play-Blue-Charakteren auf 100% und vollends Extreme Z-Awake. Das würde mich prickelnd interessieren. Darum wird es gehen, quasi im Allgemeinen an sich die Konstellation, die Rotationen, sowohl offensiv als auch defensiv, was sie drauf haben. Bevor wir uns die Charaktere aber detailreich gleich ansehen, lass uns erstmal abchecken, wo bekommt man denn diese Free-to-Play-Versionen von dem Goku Blue und den Vegeta Blue, Freunde, aus dem Dragon Ball Super Broly Movie Story Event. Das Story Event, um es mal kurz anzukratzen, wir sind natürlich auf der japanischen Version, wann kommt das Ganze auf Global, um es mal kurz anzukratzen, wie verlief denn das Ganze? Nun, Mitte Dezember wurde der Film Dragon Ball Super Broly im japanischen Kinos, in den japanischen Kinoseen veröffentlicht. Und ein, zwei Tage davor oder so ungefähr auch um den Dreh herum kam dann eben dieses Story-Event online. Noch nicht, beziehungsweise sagen wir mal Part 1 des Story-Events. Jedenfalls kam dieses Story-Event online und man konnte sich vorab schon mal die Charaktere erfarmen. Ein, zwei Wochen dann drauf, quasi so Ende Dezember, kamen dann die Banner mit den Summonable-Charaktere, mit Vegeta Blue, Broly, aber auch dem God Vegeta und God Goku. Heißt, wenn wir das einfach 1:1 übertragen, das ist jetzt eine reine Spekulation von mir, denn globale Release ist Mitte Januar in den USA, schätze ich ungefähr, dass dann Mitte Januar auch dieses Free-to-Play-Event kommt und Ende Januar dann quasi auch nach dem Rhythmus, wie es auf JP war, mit dem Release zu Dezember, sage ich mal, wird dann quasi, schätze ich, ein Ende Januar spätestens die Banner online kommen mit den Summoned-Charakteren, Freunde. Heißt, so lange müsst ihr eigentlich gar nicht mehr warten, aber wie gesagt, das ist eine reine Spekulation von mir aus den jüngsten Ereignissen, ja, so wie das in JP lief, schätze ich, wird das quasi 1:1 übertragen, nur einen Monat später drauf, wegen dem Global Release für, ja, das globale Dokkan Battle. Obwohl in deutschen Kinos kommt das erst am 29., aber das hat nichts zu heißen, denn Dokkan Battle ist ein globales Spiel und deswegen Global Release ist eben Mitte Januar, 16. Januar sollte das sein, so die Einschätzung, wann die ganzen Charaktere kommen. Jedenfalls aus diesem Story Event bekommt ihr die Charaktere, das ist zum einen dieser Goku und der Vegeta, der auf Stage 4 droppt. Um den Goku zu awaken, braucht ihr die Medaille von Goku. Ihr braucht 20 Stück, um einen zu awaken. Und von Vegeta braucht ihr die aus Stage 5. Das sind 20 Stück, um einen Vegeta zu awaken. Dann werden sie zu Goku Blue, Vegeta Blue. Was macht ihr, Freunde? Das sind Free-to-Play-Charaktere. Beziehungsweise, was macht ihr wegen dem ganzen EZA-Rhythmus? Ihr holt euch 15 Stück. Beziehungsweise, um es richtig zu sagen, 19 Stück erfarmt ihr euch von den Goku und 19 von den Vegeta. Warum 19? Zum einen braucht ihr 14 einmal, damit ihr einen auf SE10 bringt, alle Dupes öffnet, sowohl bei Goku und Vegeta jeweils. Und die restlichen 5 braucht ihr, weil die Charaktere ein EZA haben. Warum? Denn wenn wir den Charakter jetzt voll ins EZA awaken, was ich gemacht habe, dann ist dieser, nehmen wir mal Goku Blue als Beispiel, Goku Blue ist dann auf SE10 von 15, Level 140. Und dann könnt ihr quasi einen weiteren Goku Blue benutzen auf SA5 als Trainingspartner, um die SA von dem Extreme Z aber in Goku zu erhöhen. Das ist eben der Sinn und Zweck dabei. Heißt, im Endeffekt habt ihr sowohl für Vegeta und als Goku, wenn ich das ganz kurz mal zeigen darf, einen quasi, sagen wir mal, Goku Blue auf SA10 vor alle Dupes offen. Nehmen wir einfach mal an, die bringt sie auf 100%, wobei das normale Orbs sind, keine Free-to-Play-Orbs, jedenfalls bringt ihr ihn auf 100%. Und dann habt ihr quasi, wenn ihr ihn voll ins Extreme sie erweckt habt, Level 140, aber nur SA10 von 15, dann braucht ihr quasi einen zweiten Goku Blue, heißt den zweiten, der auf SA5 ist, müsst ihr Dokkan Awaken und als Trainingspartner benutzen für den Goku Blue, dann bekommt ihr ihn von SA10 auf SA15, dasselbe funktioniert auch mit Vegeta Blue. So viel dazu, woher man die Free-to-Play-Charaktere kriegt. Fangen wir aber mal dann an der Stelle mit den Free-to-Play-Charakteren an. Was haben sie denn hier drauf an der Stelle? Nämlich, das erste ist, Vegeta haben wir uns damals eigentlich angesehen, aber nach seinem Ise sieht das Ganze ein bisschen anders aus. Er gibt den Movie-Heroes-Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F 77% oder den Tech-Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F 30%. Mit seiner ersten, oder was, er hat nur eine Super-Attack. Mit seiner Super-Attack tut er seine Verteidigung greatly erhöhen und macht hier Supreme Damage gegen den Gegner. Passive sieht folgendermaßen aus, Freunde, auf den eigenen Angriff und auf die Verteidigung hat er 77% und wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, bekommt er zusätzlich Ki plus 4 und auf den Angriff 50%. Soviel zu unserem Boy, links ist an der Stelle Saint Warrior Race, was haben wir noch?
Das sollte Royal Lineage sein. Da haben wir hier an der Stelle Prodigies, Super Saiyan, Warrior Gods. Wir haben Prepare for Battle und wir haben Shattering Limit. In den Kategorien ist er vertreten in Realm of Gods, Pure Saints und natürlich die neue Kategorie Movie Heroes. Und sein Gegenspieler quasi Kakarot sieht folgendermaßen aus, Freunde. Ist vom Super AGL-Type Movie Heroes Charakteren, gibt er denselben Boost, wie wir gerade bei Vegeta uns angesehen haben. Natürlich dann im zweiten Abschnitt für den AGL, für AGL-Charakter gibt er Key plus 2 HP, Attack Def 30%. Super Attack ist quasi auch gespiegelt, sage ich mal. Er erhöht greatly seinen Angriff und macht Supreme Damage gegen den Gegner. Und Passive ist auch ein bisschen gespiegelt. Attack mit F 77%. Und wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, bekommt er zusätzlich Key plus 4 und auf die Verteidigung 50%. Links haben wir an der Stelle Saiyan Warrior Race. Wir haben Super Saiyan. Wir haben Kamehameha. Wir haben Experience Fighters. Experience Fighters haben wir am Start. Und dann haben wir noch Warrior Gods, Prepare for Battle und Shattering the Limit. Kategorien sind gleich wie vom Vegeta. Und so viel zu den Free-to-Play-Charakteren. Ich bin echt drauf gespannt, was sie gleich vor, was sie drauf haben werden in einer Rotation, denn sie sind easy awake. Ich bin da echt drauf gespannt, was da abgeht. Und quasi auf der anderen Seite haben wir God Vegeta, Freunde. Was hat God Vegeta hier drauf, wenn wir ganz kurz mal ansehen dürfen? God Vegeta gibt den Super Strength-Charakteren Key plus 3 HP Attack Def 100%, erhöht greatly seinen Angriff und das kann sich stacken. Jedes Mal, wenn er Ultimate stackt, seinen Angriff, das sollten 50% sein auf den SA-Multiplayer. Und dann haben wir hier an der Stelle, dass er sich auf seine eigene Key plus 3 gibt, also Key plus 3, Attack und Def 100% und hat eine High Chance, einen Guard zu aktivieren, heißt er hat dann quasi, wenn sein Guard aktiviert ist, keinen Typen-Nachteil und zusätzlich, wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, hat er eine High Chance, den Gegner zu stunnen, durch seine Auto-Attacks, genau. Für eine Runde ist es aber dann an der Stelle. Links haben wir an der Stelle, ich lese einfach mal ganz kurz ab. Ich habe das Ganze natürlich die Übersetzung hier auch. Zum einen kann ich das hier ableiten, aber damit es einfach mal schneller geht, habe ich die auch auf dem iPad. Wir haben links Saiyan Warrior Race, Godly Power sind 15%, Super Saiyan Over the Flash, Prodigies, Warrior Gods, Fierce Battle, Kategorien sind ebenso, Realm of Gods, Pure Saints und Movie Heroes. Und auf der anderen Seite haben wir den Godku. Godku, Freunde, gibt den Super Tech-Charakter, den Key plus 3 HP, Attack und F 100%. Mit seiner Ulti macht er hier an der Stelle Supreme Damage, sowohl als auch der God Vegeta und tut dann den Gegner sealen. Er hat ein Seal auf seiner Ulti, der Godku. Passive funktioniert ähnlich, Key plus 3 Attack plus 100, Attack und Def, sorry, Key plus 3 Attack und Def 100%, um es richtig zu sagen, gibt er sich selbst. Und dann haben wir noch hier, dass er zusätzlich dazu eine zufällige Farbe von Orb in Rainbow Orb ändern und pro Rainbow Orb, den er einsammelt, bekommt er 7% auf den Angriff. Und zusätzlich dazu, wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft, bekommt er eine Damage Reduction von 77%. Das ist übertrieben gut. Links haben wir an der Stelle Saiyan Warrior Race, Godly Power, Super Saiyan Prepare for Battle, Over the Flash und Fierce Battle Warrior Gods. Zudem ist er ein, ja, Katrin Dream of Gods, Pure Saiyan Movie Heroes, Freunde. Und ich wundere, Freunde, Piccolo habe ich mit reingenommen, weil er dann quasi noch für die Rotation liefert. Prodigies für die Vegeta, aber auch Experience Fighters für Goku Blue. Und ich habe keinen Support reingeklatscht, damit einfach mal sehen, was die Konstellationen selbstständig drauf haben. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir nicht viel Zeit und springen mal direkt in ein Event. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Broly. Hier natürlich anzumerken, die Charaktere, alle Charaktere, die im Team sind, außer Piccolo, machen vermehrt Schaden gegen Broly. Also das, was reinkommt, wird natürlich ein bisschen mehr sein, als das, was es ist. Was mich aber prickelnd interessiert, ist, wie gesagt, die Konstellation an sich. Und wir hatten hier sehr viel Glück. Wir haben schon die Konstellation von der Rotation her. Und Freunde, guckt euch das Ganze mal an, was sich alles teilen. Dieser God Vegeta und God Goku. Sagen wir mal so, Vegeta hat hier 117.000 Angriff und dann kommt er auf 140.000. Alleine dadurch, dass sie sich linken. Ich stelle mal Vegeta jetzt gegen Broly hin. Mal gucken, ob er seinen Guard aktiviert hat. An sich hat auch jetzt eine High Chance to Stun und Goku hat auch quasi seine Damage Reduction, denn wir kämpfen gegen Movieboss Charaktere. Ich habe das absichtlich so gemacht, damit ihr die komplette Passive alle Charaktere sehen. Er kommt hier auf 900.000. Mein Vegeta hat kein Dupe, der God Vegeta. God Goku hat ein Dupe. Dementsprechend gucken wir uns mal gleich an, wie das Ganze verläuft. Und oh mein Gott, Stun ist durchgekommen, dass dieser Stun ist für eine Runde, Freunde. Sein Guard war auch aktiviert, haben wir gerade gemerkt. Das habt ihr an dem Pfeil gesehen, der nach unten gezeigt hat. God Goku hier an der Stelle mit seinem Rasengan kommt hinterher, hat natürlich ein Ziel am Start. Macht gut Schaden, also God Goku und Vegeta sind wirklich sehr gute Charaktere. Ja, die sind wirklich übertrieben gut. Sind natürlich summonable, so ist nicht. Es sind summonable Charaktere, aber die sind wirklich sehr, sehr gut. Also die Konstellation an sich, die teilen sich, glaube ich, 6 Link-Skills. 6 aus 7 und das ist brutal. Wir haben Godly Power 15%, Warrior God 10%, Fierce Battle 15%, Super Saiyan 10% und Over the Flash. Die sind da komplett gedeckt. Gegenspieler jetzt. Das interessiert mich jetzt brutal. Wir haben jetzt die Free-to-Play vollends EZA, Goku und Vegeta, volle Passive ist getriggert. Was die jetzt drauf werden, darauf bin ich übertrieben gespannt. Denn es sind Free-to-Play-Charaktere und man kann sie wirklich in einem Stammkader spielen. So ist nicht. Die Sache ist die, guck mal, auf 1 Million kommt er. Seine volle, boah, die Ulti sieht geil aus.
2,2 Millionen Crits. Natürlich macht der Fan mehr Schaden gegen Broly. Er tankt sehr gut. 1,4 kommt Vegeta hier drauf. Die Sache ist hier, wir spielen natürlich gegen Movieboss-Charaktere. Deswegen ist bei ihm komplett so passive-technisch alles getriggert und da haben sie einen Vorteil. Es ist aber insane, was sie da zustande bringen. Jetzt, Freunde, das interessiert mich jetzt auch. Wir haben jetzt hier zusätzlich noch Prodigies. Bei Vegeta kommen wir dann auf 225.000. Denn Vegeta hat er geultet. Er hat greatly seinen Angriff erhöht. Und zusätzlich tut er das Stacken, also jedes Mal tut er das Stacken. Und by the way, ich habe Piccolo nicht erwacht, weil, ja, es wäre 4 Spell wieder bekommen. Das hätte es jetzt nicht ausgemacht. Es ist jetzt quasi, was er hier leisten soll, ist einfach Prodigies für Vegeta noch hinzugeben. Goku zieht ihn wieder, 1,2 Millionen. Dieser Goku ist übertrieben komplett, er hat einen Seed drauf. Er ist tanky. Natürlich, wenn der Movieboss, wenn er seinen Passive erst triggert, auf 1 Million kommen wir, nice. Und, aber es ist halt wirklich gut, was dieser Goku und Vegeta drauf haben. Das ist echt übertrieben nice, vor allem in einer Rotation. Und 1,8 Millionen ohne Dupe. Ja, okay, die machen Fan-Match an. Okay. Aber guck mal, ich schätze, sein Guard ist aktiviert. Der tut alles tanken. Das ist so gut. Die sind so komplett E-Charaktere, sowohl offensiv als auch defensiv. Das ist das Geile an ihnen. Und Piccolo hier mit 0 Schaden. Genau das. Jedenfalls, okay, ja, die Rotation tut es dann auch zerbrechen. Und ja, sie machen Fan-Match an gegen Broly, das merkt man. Aber Freunde, die Charaktere sechs Passive bedingt, zum Beispiel, ihr könnt sie auf jeden Fall mitnehmen, wenn ihr gegen die Movieboss-Charaktere kämpft, dann nimmt sie mit rein. Die haben ihre Passive getriggert und die eskalieren komplett. Da ist wirklich alles gedeckt, sowohl offensiv als auch defensiv. Und vor allem diese Free-to-Play-Charaktere erschüttern mich. Sie haben ein Isei bekommen, sie kommen auf 1 Million selbstständig in eine Rotation. Über 1 Million auf dem Radar. Mir geht das sogar auf 1,4, das ist richtig geil. Oh, okay, Gogeta Blue haben wir. Aber Gogeta Blue tun wir mal raus. Der Junge soll nichts machen. Denn, ja, okay. Jetzt haben. Ah, ich hätte gerne eigentlich noch gesehen für Goku Blue mit Experience Fight, dass wir gucken. Schaut. Oh mein Gott. Schaut euch mal jetzt das an. Moment. Ich bin jetzt so drauf gespannt, was dieser Goku tankt, weil der hat einfach eine Damage Reduction von 77%, wenn er gegen einen Movie-Boss-Charakter kämpft. 77%. Der tankt halt. Guck mal, das tut dem gar nichts. Der tankt das halt total easy. Richtig geil. S-Animationen sind auch brutal geworden, um ehrlich zu sein. Das haben die echt gut gemacht, die zwei Charaktere. 2,1 Millionen Crit. Der hat einen Dupe, wie gesagt, mein Goku. Aber hey, es ist gestört, was der tankt, ne? Das ist halt atemberaubend. Was der Boy tankt. 28.000, normalerweise macht 200.000. Wie geht das mittlerweile auf 1,1? Er stackt das Ganze ja immer, wenn er ultet. Mit Great Erase Attack. 50% sollten das sein. Die zwei Charaktere, die sind echt gut. Sowohl die Goku-Rotation als auch die mit dem Goku Blue, Freunde. Beim Goku Blue haben wir jetzt leider nicht Experience Fighters gesehen, aber ich denke, es wird es auch nicht jetzt so krass ausmachen, weil da kommt ein bisschen was drauf und die Charaktere, die sind aber auch so richtig gut, Freunde. War vielleicht ein kurzes Showcase, so an sich, dass sie das Event gemacht haben, aber mir ging es einfach darum, die zwei Konstellationen mal zu zeigen, was sie drauf haben. Vor allem die Free-to-Play-Charaktere sollte man nicht unterschätzen. Wenn ihr sie voll ins Easy 8 auf 100% bringt, natürlich, dann seht ihr schon, was sie auf jeden Fall leisten können. Vor allem nehme ich mal an, sage ich mal, wenn ihr sagt, Broly die Medaillen fahren wollt, aber ihr habt kein gescheites Team, dann habt ihr schon zwei Spitzencharaktere, die ihr Free-to-Play holen könnt und mit denen auf jeden Fall gut gedeckt seid, Freunde. So viel zu dem Showcase, zu der God-Rotation gegen die Blue-Rotation, sage ich mal. Wenn euch das Ganze gefallen hat, dann gebt das auf jeden Fall ein Like. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry.